Da gibt's ein Thema und du hast eine Meinung dazu. Aufgrund von Fakten, richtig? Deswegen ist es auch okay, sie zu sagen, oder? Tatsächlich sind diese Fakten aber heftig verfälscht worden. Von deinem eigenen Gehirn. Das haben zwei Nobelpreisträger herausgefunden. Trick 1. Geschichten sind stärker als Zahlen. Zahlen sollen Fakten darstellen, Ansichten belegen, richtig und falsch trennen. Doch unser Gehirn mag keine Zahlen. Niemand hat jemals seine Meinung aufgrund einer Zahl geändert. Sie brauchen Geschichten, sagen Daniel Kahneman und Amos Tversky. Beispiel Impfungen. Fakt ist, Impfungen sind nach sauberem Trinkwasser die wichtigste globale Gesundheitsmaßnahme. Sie verhindern jährlich weltweit bis zu 3 Millionen Todesfälle. Aber Horrorstories von Komplikationen führen dazu, dass Impfungen von manchen völlig abgelehnt werden. Und fast ausgerottete Krankheiten wie Masern wieder zurückzukehren drohen. Grund dafür ist, dass das Gehirn vor allem Geschichten abspeichert. Es merkt sich, ich kenne da jemanden, und hält nicht wissenschaftlich erhobene Statistiken oder Zahlen, sondern diesen Einzelfall für richtig. Diese Einzelgeschichten ergeben erst ein bestimmtes Bauchgefühl und nach bildet sich dann eine bestimmte Meinung. Die wird dann verbreitet, obwohl die zugrunde liegenden Geschichten völlig unrealistisch waren. Daher kommt es auch, dass wir falsch einschätzen, wie verbreitet Meinungen sind. Tatsächlich sind nur knapp 6% der Menschen in Deutschland dagegen, Kinder zu impfen. Doch durch die Medienarbeit der Impfgegner denkt das Gehirn schnell, es gäbe für beides gleich viele Befürworter. Trick 2. Bezugspunkt gesucht. In 10 Experimenten werden die Teilnehmer jeweils in Gruppen von 10 Personen eingeteilt und müssen 10 Fragen beantworten. Eine davon? Wie viel Prozent der Menschen trinken lieber Wein als Bier? Allein durch die mehrfache Nennung der Zahl 10 werden jetzt viele einen Wert um die 10% nennen. Obwohl die 10 überhaupt nichts mit der Frage zu tun hat. Tatsache ist, 57% trinken lieber Wein als Bier. Um etwas zu schätzen, sucht unser Gehirn immer nach Vergleichswerten. Gibt es keine, nimmt es sich einfach irgendwelche Zahlen als Bezugspunkt. Zum Beispiel die, die schon dastehen. Das geht so weit, dass Menschen in einem Restaurant namens Studio 97 im Schnitt 8 Dollar mehr ausgeben als in einem Restaurant mit dem Namen Studio 17. Oder dass wir bei 1,99 Euro eher an einen Euro denken als an zwei. Trick 3. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Die Wahrscheinlichkeit eines Lotto-Hauptgewinns ist 1 zu 140 Millionen. Trotzdem spielen 8 Millionen Deutsche Lotto und denken, warum sollte es nicht mich treffen? Die Wahrscheinlichkeit, durch Rauchen Lungenkrebs zu bekommen, beträgt dagegen grob 1 zu 10. Trotzdem rauchen 20 Millionen Deutsche und denken, warum sollte es ausgerechnet mich treffen? Und so zünden wir uns optimistisch die nächste Kippe an und spielen zuversichtlich Lotto. Die richtigen Wahrscheinlichkeiten ignoriert unser Gehirn einfach, weil sie ihm nicht in den Kram passen. Bei der Meinungsbildung ist unser Gehirn also mitunter keine große Hilfe, weil es gerne faul ist. Es will sich nicht mit Zahlen beschäftigen, sondern lässt sich lieber von dramatischen Geschichten fesseln und überzeugen. Die hält es dann einfach für die Wahrheit. Eine wirklich rationale Entscheidung sieht aber anders aus als: Nerv mich nicht mit deinen Fakten.